Das ist wahrscheinlich der stärkste Duft, den ich je gerochen habe. Und der kostet nur 20 Euro. Um welchen Duft es genau geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Mein Name ist John und ihr schaut CXSense. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute reden wir um wahrscheinlich den stärksten Cheapie bzw. eines der stärksten Düfte überhaupt, die ich je gerochen habe. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, vergesst nicht zu liken, abonnieren nicht vergessen. Komplett kostenfrei, ihr kennt es. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ist der stärkste Duft, den ihr je gerochen habt. Der stärkste Duft, wahrscheinlich stärkste Duft, den ich je gerochen habe, ist für mich der hier. Oud al-Layl von... Keine Ahnung, von wem ist denn das überhaupt? Ja, dieser Duft, also ich... Mach's kurz und schmerzlos. Allein das... Das war's mit dem Deckel. Ist ein Holzdeckel, also ich glaube, der überlebt die Scheiße. Auf jeden Fall ist das ein Duft, der... Also das hier alleine reicht schon, um den stark wahrzunehmen. Und das ist ein Duft, der ist frisch, seifig, riecht wie ein Obstkorb, ein bisschen Pfirsich ist dabei. Und es ist auf jeden Fall relativ frischer Duft, etwas Würze ist mit dabei. Und ich finde ehrlich gesagt, die Qualität ist nicht so geil. Also wirklich nicht mein Fall. Ich würde sagen, der ist eher für Jüngere etwas. Also wenn ihr so ein bisschen auf dieses Fruchtige steht, ein bisschen auf das Seifig-Frische steht, dann ist das auf jeden Fall ein Fall für euch. Also klar, ich bin jetzt auch nicht der Älteste, aber ich denke mal so, ich sag mal im Altersbereich von 15 bis ca. 18 könnte euch der hier auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Performance ist das, worüber ich auf jeden Fall mit euch jetzt reden will. Und zwar hält das Ding übertrieben lange. Und mit übertrieben lange meine ich wirklich so lange, dass du nicht mal mehr zählen musst. Normalerweise, wenn wir über einen Duft reden, dann sage ich euch ja immer, der hält 8, 9, 10 Stunden, der hält 6 Stunden, der hält 4 Stunden. Der hier hält so lange, dass ihr nicht mehr wisst, wann ihr den zuletzt aufgetragen habt. Also wirklich, das Zeug hält übertrieben lange. Wenn ich es jetzt zum Beispiel um 10 Uhr heute auftragen würde, morgen abends um 10, wird es noch danach riechen. So ein Ding ist das halt damit. Ich weiß echt nicht, wie die es geschafft haben, was sie da hinzugefügt haben, ob es irgendwas mit diesen Stäbchen da drin zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr die erkannt habt da. So. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie die es geschafft haben. Ich habe 3 Sprüher letztens um mich herum gesprüht. Und das Ding... Nee, Alter, das war zu viel. Es war wirklich zu viel. Davon reicht ein verdammter Sprüher. Ich persönlich bin kein Fan dieser DNA. Es soll ja ähnlich zu Opera und Orange Flamingo sein. Also Opera von Xerjoff und Orange Flamingo von Marc Gebauer. Ich habe Opera gerochen, finde ich in Ordnung. Riecht relativ gut. Hat aber, das ist ein Weltenunterschied, was die Qualität angeht zu dem hier. Weil ich finde, wie gesagt, die Qualität ist nicht die beste. Aber man kann auch nicht so viel erwarten, weil das Ding, also ich habe es online geholt von Parfumo, ehrlich gesagt. Und da hat mich das 20 Euro gekostet. Aber es ist aktuell, glaube ich, online komplett neu nicht verfügbar. Kann sein, dass sich das geändert hat, sobald dieses Video draußen ist. Ich weiß es nicht genau. Falls ja, dann findet ihr einen Link unten in der Beschreibung. Ansonsten schreibt mich gerne mal auf Instagram an unter diesem Handle und fragt danach, ob ich diesen Duft für euch mal finde online. Und ja, keine Ahnung. Ich finde, das ist ein krasser Duft. Ich finde es krass, wie die das hinbekommen haben, so eine relativ frische DNA, sage ich mal, so lang anhalten zu machen. Und es ist definitiv ein Duft, bei dem ich es gut finde, dass ich den mal getestet habe, aber den ich ehrlich gesagt nicht gerne behalte. Aber falls euch die Duftbeschreibung von mir zusagt, dann sorgt auf jeden Fall dafür, dass ihr diesen Duft in eure Hände kriegt, weil ich glaube, dann könnte der euch mega gut gefallen. Das wäre es dann auch schon mit dem Video. Ich war Jano, ihr wart wunderbar wie immer. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein.